Etwa 30 Kilometer nordwestlich von Dresden liegt Großenhain. Die Kreisstadt besitzt nicht nur ein breites Spektrum an Industriebetrieben, sondern sie ist auch ein Eisenbahnknotenpunkt. Manches Detail erinnert hier noch an die Zeit, als die Einheitssozialisten in der DDR das Sagen hatten. Das gilt auch für die russischen Kasernen und einen Militärflugplatz ganz in der Nähe der Stadt. Großenhain abzweigende Strecke nach Cottbus besaß bis zum Sommer 1993 ein wohl einmaliges Kuriosum. Der Fahrdraht der eingleisigen elektrifizierten Strecke war auf einer Länge von 660 Metern unterbrochen. Die Züge mussten den Abschnitt als Schwungfahrt passieren. Der Grund für die ungewöhnliche Situation lag im nahen Militärflughafen, dessen Start- und Landebahn unmittelbar am Bahndamm lag. Probleme bereitete nicht nur die Notwendigkeit, den Zugverkehr gefahrlos in den Flugbetrieb zu integrieren. Die Oberleitung musste in unmittelbarer Nähe der Flugschneise ganz entfallen. Sie war einfach zu gefährlich für die Flugzeuge. Für den Gefahrenfall gab es außerdem in jeder Richtung Lichthauptsignale, die, man höre und staune, nur vom Flugplatzpersonal bedient werden konnten. Da der Flugverkehr recht rege war, wurden auch die Signale des Öfteren benutzt. So kam es vor, dass ein herannahender Zug wegen des plötzlichen Signalwechsels auf HP0 eine Schnellbremsung einleiten musste und bis in den stromlosen Abschnitt geriet. Anfang und Ende des fahrdrahtlosen Abschnitts waren durch Signale EL3, EL4 und EL5 gekennzeichnet, die den Lokführer zum Senken bzw. zum Heben des Stromabnehmers aufforderten. Schwungfahrten wie diese gehören heute längst zur Geschichte. Auch die Lokführer brauchen nicht mehr mit einem überraschenden HP0 und seinen unangenehmen Folgen zu rechnen. Mit dem Abzug der GUS-Streitkräfte im August 1993 kam das Ende der stromlosen Zeit für diesen Streckenabschnitt. Die Lücke im Fahrdraht wurde geschlossen. Heute erinnert nichts mehr an die einst kuriosen Betriebsverhältnisse am Militärflugplatz von Großenhain.